Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt, Haunting Ground. Ja, ein wunderschönes Spiel, nicht mehr ganz aktuell, aber ein sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde. Und eines der wenigen Spiele, Moment, wir drücken mal Start. Eines der wenigen Spiele, die es wirklich verstehen, Panik beim Spiel aufzubauen. Es gibt nicht allzu viele Spiele von dieser Sorte, aber das gehört definitiv dazu. Optionen, brauchen wir da was? Suchen, werfen, treten, schleudern, bla bla bla. Nee, das wird alles schon passen, nehme ich an. Ansonsten kann ich es immer noch umstellen. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Los geht's. Zur Hölle hat er da gerade halbiert. Er scheint Spaß dran zu haben. Ich finde, es sieht nicht gerade toll aus. Was zum... Ja, Typ, lass sie bloß in Ruhe, klar. Okay, sie hat von einem Autounfall geträumt. Und jetzt steckt sie hier in diesem Käfig fest. In einer nicht ganz so schönen Umgebung, wie ich finde. Unschöne Situation. Das Schloss. Es ist auf einmal offen. Warum? Das hat schon seinen Grund, Leute. Keine Sorge. Das ist kein Spielfehler. Sie wird scheinbar beobachtet. Von diesem dicken Typen da? Ja, von wem sonst? Ein Hund! Da ist ein Halsband. Vermutlich. Das war scheinbar Huey. Au, tiefe Einblicke. Schönes Kleid, muss ich sagen. Gut, ist mehr so ein Laken als ein Kleid, aber trotzdem. Ich finde, für PS2-Grafiken ist das wunderschön gemacht. Okay, sie beginnt mit ihrer Flucht, könnte man sagen. Und da möchten wir ihr natürlich beistehen. Schöner Ladebildschirm. Naja, wobei es geht. Habe ich schon Schönes gesehen. Aber gut. Was? Wir können sie steuern. Was kann ich denn alles tun? Hier nichts und da nichts und... hier nichts und da nichts. Ich kann mich bisher nur bewegen. Kann ich nochmal darunter? Ich wollte nur diese schrecklichen Dinge, die ich dort hinten gesehen habe, hinter mich bringen. Ich gehe nicht zurück, okay. Ist gut. Ich kann rennen, okay. Wow, sieht cool aus, aber wo sind wir hier? Wo zur Hölle sind wir hier? Da oben ein Vogel.
Okay. Wo zur Hölle sind wir hier? Es scheint Herbst zu sein. Weil wegen... das Laub liegt am Boden und nicht mehr an den Bäumen. Da war eine rote Urne. Diese Kamera wechselt, die gefallen mir gerade mal gar nicht. Wie kann ich jetzt sowas aufnehmen? Irgendwie noch gar nicht. Glaube ich. Nee, ich kann im Moment noch nicht damit agieren. Okay, sehen wir uns weiter um. Was haben wir hier oben zum Beispiel? Oh, die Musik, ey. Geht jetzt schon total ab. Hier scheint nichts zu sein. Okay, 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 okay. Da könnte ich rechts die Treppe hochgehen. Möchte ich aber irgendwie noch nicht. Möchte mir hier zuerst alles ansehen. Ja, man sollte sich schon irgendwie ein bisschen auskennen. Dazu will sie auch nichts sagen. Doch. Die Tür ist von der hölzernen Kiste blockiert. Da muss etwas sein, das ich tun kann. Aber was? Hier ist ein Loch, aber es ist viel zu klein für mich. Ich dachte, sie könnte da durchkriechen. Na gut, wäre mit ihrem Outfit jetzt vielleicht auch nicht die beste und empfehlenswerteste Lösung, nicht wahr? Da ist ein Brunnen. Kann ich aber... Doch, sie will es... Sie will was sagen. Sieht ziemlich antik aus. Moment, kann ich jetzt nochmal mit der Urne agieren? Ich habe ja jetzt den Untersuchknopf gefunden. Nee, dazu will sie definitiv nichts sagen. Warum ist sie so penetrant rot? Musik, geh mir bitte nicht auf den Sack, ja? Scheint auch nichts zu sein. Käfige. Und nochmal so eine Urne. Okay. Kann ich mit dieser Urne vielleicht agieren? Nee, nur mit den Käfigen. Lederkäfige liegen verstreut herum. Vielleicht war dies eine Art Heim für Tiere. Ja, kann sein. Wobei, ich denke eher nicht. Da drin leuchtet was. Haben wir hier eine Tür? Was? So eine große Tür. Was könnte auf der anderen Seite sein? Ja, ich weiß es nicht. Wow, 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 wow. Nicht da reingehen. Ja, es ist kein Spoiler, wenn ich euch jetzt sage, das Mädel heißt Fiona. Falls ihr es noch nicht gewusst habt. Okay, gehen wir mal da rein. Sind aber vorsichtig. Oh, diese Resident Evil Kamera, ich mag sie nicht. Hey, was ist das? Nimm es doch. Camille. Aha. Das war das Pausemenü. Habe ich kein normales Menü? Doch, hier. Auf Select. Habe ich oben Special. Gegenstände, Datei, Karte. Kommentare. Was? Wo bin ich? Ich war im Auto mit meinen Eltern und ich... Es ist nicht gut. Alles ist so verschwommen. Ja, Fiona schreibt hier quasi kleine Einträge. Man könnte es als... als Tagebuch werten vielleicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Und ab und an werden wir da einen Blick reinwerfen. Und Optionen, ja gut, kennen wir bereits. Ich will jetzt die Camille nicht gleich anwählen, nicht, dass ich sie verschwende, deswegen... Es ist eine Art Heil-Item, aber dazu später. Okay, hier gibt es scheinbar wirklich nichts. Musik nervt nicht rum, okay? Gut, dann müssen wir wohl oder übel hier die Treppe raufgehen. Was anderes gibt's nicht. Wow, ich fühle mich ziemlich, ziemlich unwohl hier. Oh Gott, Erinnerungen kommen hoch. Ihr müsst wissen, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das ist ungefähr... Es ist schon gar nicht mehr wahr. 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Okay, was ist hier? Eine Tür. Hier nach rechts weiter kann ich nicht. Ich könnte diese Tür öffnen, aber nein, 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 nein. Wir wollen uns erst hier alles ansehen. Ob das klug ist, ich weiß es nicht. Ich muss mich hier ein wenig... ja. Ein bisschen auskennen wäre nicht schlecht, sagen wir so. Was haben wir hier hinten? Was ist das für eine Tür? Sie ist von der anderen Seite verriegelt. Ich werde sie nicht öffnen können.
Okay, Fiona, dann tun wir das eben nicht. Uff, diese erdrückende Atmosphäre, ganz im Ernst, sie wirkt jetzt schon. Wo noch gar nichts passiert ist. Das ist, glaube ich, auch eine Tür. Ich frage mich, was für eine Art von Zimmer sich auf der anderen Seite befindet. Ich kann Kerzenlicht von drinnen flackern sehen. Aber es ist zu dunkel, um etwas anderes zu sehen. Okay, Fiona, dann lassen wir das. Da sind noch mehr rote Krüge. Hier sieht man auch Kerzenlicht, da ist vermutlich dasselbe Zimmer. Was mit diesen verdammten Krügen hier? Ja, behalten Sie mal im Hinterkopf. Scheinbar müssen wir doch hier hochgehen und diese Tür da benutzen. Ich möchte nicht! Aber ich muss. Fiona, mach mal auf hier. Sie ist sogar offen. Okay. Fernseher. Ich kann nicht den ganzen Tag nur in diese Laken gewickelt herumlaufen. Du kannst mich ruhig altmodisch nennen, aber ich würde ein paar normale Kleidungsstücke diesen Bettlaken vorziehen. Ja, habe ich ja verstanden. Wobei, ich finde es ziemlich sexy, aber... Holy shit. Was haben wir hier? Was? Ja, sie will nichts agieren. Sie will zuerst andere Klamotten anziehen. Ja, man kann es ihr ja nicht verübeln, nicht wahr? Hier tickt was. Eine Wanduhr tickt. Was jetzt? Was ist das für ein Typ? Fiona, was machst du jetzt? Was zum... Wird mir von jemandem beobachtet? Fiona, was machst du da? Was zum... Wo kommt die her? Wer ist das? I've gathered some clothes for you. Danke. Glaube ich. Wait. Don't go. Excuse me, but where are we? And how did I get here? Yes, Master. We will keep her here for a while. I will make sure she stays comfortable. Okay, sie hat den Mann auf dem Bild scheinbar wiedererkannt. Aber wo ist die Olle jetzt hin? Naja, ich finde es ja gut, dass sie weg ist. Und habt ihr dieses Ding, 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 Ding gehört? Ich glaube, das passiert jedes Mal, wenn Fiona hier quasi was notiert. Sie ist sicher eine Magd, arbeitet hier. Sie ist schön. Fast zu schön. Es scheint unnatürlich zu sein. Ja, die kommt mir tatsächlich sehr unnatürlich vor. So, aber erstmal diese Uhr hier. Die ist verdammt wichtig. Nee, scheinbar noch nicht. Okay, dann nicht. Okay, die Olle hat uns ja hier Klamotten aufs Bett gelegt. Und die wollen wir natürlich anziehen. Das sind ein paar Kleider zum Umziehen, die das Mädchen scheinbar herausgelegt hat. Kleider wechseln, ja natürlich. Es ist zwar schade drum, aber... Da ist ein Spanner, verdammt nochmal. Sie will sich hier gerade umziehen, beziehungsweise ausziehen. Sie tut es sogar und wir werden beobachtet. Das ist kein gutes Zeichen. Was hat sie eigentlich für eine Narbe auf der Schulter? Oder am Rücken, besser gesagt. Oh, hübsche Stiefel. Hübsches Röckchen? Ja, doch. Nettes Outfit. Aber es will mir nicht gefallen, dass wir beobachtet werden.
Luna scheint auch gespürt zu haben, dass sie beobachtet wird. Sei vorsichtig, Fiona. Wait a minute. I remember being in the car with... Mit diesem Typen da, oder was? Okay, wieder wurde was notiert. Shit, falsche Taste. Ich kann mich nicht bewegen. Das hat geklappt. Aber jetzt, was soll ich tun? Wenn ich nur eine Karte von hier finden könnte, könnte ich mich zurechtfinden. Aha. Jetzt kann ich was tun. Hier treten, hier werfen, setzen. Ducken kann ich damit. R1. Springe schnell zurück, um den Angriff des Feindes abzuwehren. Wenn du dieses Manöver zu viel benutzt, wird deine Lebenskraft abnehmen. Okay, dann benutzen wir es gar nicht. Einige Hintergrund. Ja, verstanden. Angreifen. Oh Gott. Wen sollen wir denn angreifen? Nachdem du ein paar Sekunden gerannt bist, drücke das, um den Feind anzugreifen. Aha. Wenn du in der Lage bist, deinen Feind mit dieser Bewegung zu schlagen, kannst du ihn aus dem Weg räumen. Aber du hast eine große Menge Lebenskraft dabei. Oh, fuck. Okay, Leute, wisst ihr was? Okay, wir können jetzt reden. Aber wisst ihr was? Bevor irgendetwas passiert, würde ich gerne hier mit dieser Uhr agieren. Die Uhr ätzt Momente im Laufe der Zeit heraus. Was? Ja, wir speichern erstmal. Auf jeden Fall. Ja, Steckplatz 1. Doch eine Datei erstellen, bitte. Wehe, du hast jetzt keinen Platz. Wehe! Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Hallo? Jetzt dauert es aber lange. Ah, ich kann... Ah, verstehe. Suite im Schloss. Und gespeichert. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war es erstmal mit dem ersten Part von Haunting Ground. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!